Diese Funktion zu skizzieren sieht auf den ersten Blick ein bisschen hässlich aus, weil die Funktion hässlich ist, wird aber recht einfach sein, weil ich den schwierigsten Teil unten, den Nenner, schon in Faktoren zerlegt habe, also in Klammern. Oben, vielleicht fällt Ihnen irgendwann mal auf, dass man oben noch ein x ausklammern kann. Und wenn Sie diese geniale Idee auch noch haben, dann wird die Funktion eigentlich recht einfach zu skizzieren. Also Entschuldigung, in meinem Weltbild wird es einfach. Ich hoffe, bei Ihnen ist es nicht ganz so dramatisch. Also, wie fange ich an? Natürlich Asymptoten, sämtliche und Nullstellen. Bei Bedarf rechne ich noch ein paar Punkte aus. Also, senkrechte Asymptoten, sprich Polstellen. Dafür muss ich ja die Nullstellen vom Nenner betrachten. Wenn ich jetzt einen Nenner betrachte, da unten, ich habe eine Klammer bei x plus 2. Diese Klammer wird natürlich 0 bei x minus 2. Das heißt, ich habe schon mal eine Polstelle bei x minus 2. Da ich aber eine gerade Hochzahl habe, weiß ich definitiv, es ist eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel. Das heißt, ich habe bei x gleich minus 2 eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel. Und dann habe ich unten noch eine zweite Klammer. Die wird 0 bei x gleich plus 4. Sie hat eine ungerade Hochzahl, also hoch 1, also habe ich eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel. Nullstellen. Ja, egal, ich hätte auch waagerechte Asymptoten zuerst machen können. Spielt keine Rolle. Nullstellen. Nullstellen habe ich da, wo mein Zähler, also oben, 0 wird. Da habe ich einen Term x. Dieser Term wird natürlich 0, wenn x 0 ist. Also habe ich eine Nullstelle bei x gleich 0. Und meine zweite Klammer, x minus 1, die wird 0, wenn x 1 ist. Das heißt, ich habe eine zweite Nullstelle bei 1. Waagerechte Asymptoten. Um waagerechte Asymptoten rauszukriegen, sollte ich erstmal wissen, wie sind die Potenzen, die höchsten Potenzen oben und unten. Oben ist einfach, die höchste Potenz oben ist 2. Das heißt, meine höchste Potenz oben ist 2. Machen wir es so. Die höchste Potenz unten. Wenn Sie sich vorstellen, dass ich diese Klammer ausbinomieren würde, hätte ich hier irgendwas mit x Quadrat mal der zweiten Klammer. X Quadrat mal irgendwas mit x gibt irgendwas mit x hoch 3. Unten hätte ich also als höchste Potenz 3. Und da meine Potenz oben kleiner ist als unten, geht die ganze Funktion gegen 0. Das heißt, die x-Achse ist meine Asymptote. Das heißt, meine Funktion f von x geht gegen 0, wenn x gegen plus minus unendlich geht. Das heißt, ich habe eine waagerechte Asymptote bei der x-Achse, also bei y gleich 0. Und damit kann ich das Ganze erstmal wieder skizzieren. Was habe ich? Ich habe eine Polstelle bei minus 2. Sagen wir mal, da wäre 1. Bei 1, 2. Also hier habe ich eine Polstelle. Und ich habe einen bei 4. 1, 2, 3, 4. Dann habe ich Nullstellen, eine bei 0, eine bei 1. Und ich habe eine waagerechte Asymptote bei y gleich 0. Also bei der x-Achse. Jetzt habe ich ähnliches Problem wie vorher. Wenn ich jetzt hier bei der waagerechten Asymptote beginne, weiß ich zwar bei der nächsten senkrechten Asymptote, hier bei 4, muss ich entweder hochgehen oder ich muss runtergehen.
Ich habe aber keinen Anhaltspunkt, in welche Richtung ich gehen muss. Also nehme ich wieder einen Punkt, den ich mir ausrechne. Hier ist der x-Wert 4. Also nehme ich zum Beispiel 5 oder 6 oder 7 und setze ihn in die Funktion ein. Wenn ich zum Beispiel für x 5 nehme, ist mein y-Wert 5 Quadrat minus 5. 5 Quadrat ist 25. Unten habe ich in der ersten Klammer 5 plus 2 sind 7 Quadrat mal die zweite Klammer ist 5 minus 4 sind 1. Gibt also 20 durch 7 Quadrat sind 49 mal 1. Mal 1 kann ich mir sparen. Ich könnte das jetzt durch den Taschenrechner tippen, brauche ich aber nicht. Weil auf jeden Fall das Wichtigste für mich ist, ich weiß, es ist ein positiver y-Wert. Plus 20 durch plus 49 gibt irgendwas Positives. Eine Kommazahl zwischen 0 und 1, also 0, irgendwas. Das heißt, ich weiß, bei x gleich 5 habe ich einen y-Wert, der plus 0, irgendwas ist. Und das reicht mir. Weil damit weiß ich, wenn ich jetzt hier von der x-Achse von rechts komme, muss meine Funktion hochgehen. Ich habe keine Nullstelle in diesem Bereich, also kann die Funktion definitiv nicht mehr runtergehen und die x-Achse schneiden, also muss sie hier weiter hochgehen. Auf der anderen Seite von dieser Polstelle, wo kommt sie da? Kommt sie von oben oder von unten? Ich schaue mal zurück, bei x gleich 4 hatte ich eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel. Das heißt, bei 4, wenn sie hier hochging, kommt sie auf der anderen Seite von x gleich 4 von unten. Ich habe hier eine Nullstelle, also muss sie mir irgendwie, egal wie sie hier kommt, muss sie mal durch die Nullstelle gehen. Der Schlenker wird sie hier wahrscheinlich nicht machen. Dann gibt es eine zweite Nullstelle bei 0, also muss die Funktion wieder runter. Und hoch kann sie nicht mehr, weil ich ja nicht keine weitere Nullstelle habe, also muss sie hier weiter runter an die senkrechte Asymptote bei minus 2. Die minus 2, also diese senkrechte Asymptote, hat keinen Vorzeichenwechsel. Da die Funktion also hier runter geht, muss die Funktion auch von unten wieder hochkommen. An die waagerechte Asymptote ran und damit hätte ich meine Funktion f von x skizziert. Es ist eine sehr hässliche Skizze, zugegebenermaßen, aber wahrscheinlich in wesentlichen Aspekten wird sie die Funktion treffen.